Hallo, mein Name ist Samira und ich stelle euch heute die neuen Bücher der Bücherei vor. Das erste Thema sind Geister und Detektivgeschichten. Und zwar das erste Buch ist Rory Shy. Von Oliver Schlick. Das zweite ist eine Geistergeschichte. Namens Mitternacht in Clareberry House. Geschrieben von Helen Peters. Ein Mädchen besucht ihre Tante in einem alten Haus und als sie schläft und aufwacht, sieht sie plötzlich einen Geist. Sie flüchtet und läuft schnell weg, aber dann sieht sie, dass sich alles in ihr verändert hat und merkt, dass sie in die Vergangenheit gereist ist und nicht mehr zurück kann. Auf Wiedersehen und viel Spaß beim Bücherlesen. Hallo, mein Name ist Samira und ich stelle euch heute neue Bücher in der Bücherei vor zum Thema Obdachlosigkeit. Das Buch Solange wir zusammen sind von Bobby Pyram. Und Adresse unbekannt von Susan Nielsen. Ein Bub hat sehr schwer zu Hause, weil er obdachlos ist und mit seiner Mutter in einem VW-Bus lebt. Aber trotzdem geht er in die Schule und schließt auch Freundschaften. Er will seine Mutter unterstützen und findet einen Weg, wie er finanziell hilft. Auf Wiedersehen und viel Spaß. Viel Spaß beim Lesen. Hallo, mein Name ist Samira und ich stelle euch neue Bücher in unserer Bücherei vor. Wir haben drei neue Bücher aus der Reihe Little People, Big Dreams. Eins über Astrid Lindgren. Sie ist eine berühmte Jugend- und Kinderautorin. Das über Simone de Beauvoir. Eine französische feministische Schriftstellerin und Philosophin. Und das letzte über Greta Thunberg, über ihr Leben und ihren Aktivismus für den Klimaschutz. Mir gefällt das Bild sehr gut. Wie Menschen aus der ganzen Welt gemeinsam mit Greta kämpfen gegen den Klimawandel. Auf Wiedersehen und viel Spaß beim Lesen.